Hallo, ich bin Glenn, ich bin Journey Practitioner, seit 4 Jahren bei der Journey und ich sitze jetzt hier mit Bettina. Hallo. Tina Halifax, die nicht nur Journey Practitionerin ist, schon seit vielen, vielen Jahren, außerdem auch noch Präsenterin. Das heißt, sie macht die Seminare in Deutschland und Schweiz und Österreich. Jetzt hast du ja dieses Beispiel gemacht mit dem Jungen und dem Ball. Es hört sich jetzt komplett undramatisch an. Es ist ja kein starkes Trauma. Yes. Es hat scheinbar doch Auswirkungen, kann richtig Auswirkungen haben später, richtig? Das ist wahr. Ich habe früher auch für mich immer gedacht, weil ich persönlich habe nichts erlebt, was ich als Erwachsene immer gesagt habe, was in irgendeiner Weise mich traumatisiert haben könnte. Mhm. Ja? Und in der Journey habe ich dann gemerkt, für mich selbst erstmal in erster Linie, dass gewisse Sachen, die geschehen sind, einen viel größeren Einfluss auf mich hatten, als ich je für möglich gehalten hätte. Mhm. Und dann habe ich in meiner Praxis, in Einzelsitzungen sowie auf den Seminaren auch wirklich erleben können, dass natürlich viele Menschen da sind, die Missbrauch erlebt haben, jeglicher Art, ne? Die wirklich, sagen wir mal, Kriegstrauma erlebt haben, die wirklich ganz krasse, was wir wirklich sagen, okay, das ist was Fürchterliches, was man erlebt hat. Ne? Wo man auch alles Verständnis für hat, dass man deswegen traumatisiert ist oder verletzt ist oder sich so und so verhält. Doch es gibt ganz viele, wo wir als Erwachsene denken, das hat mir noch nie irgendwas angetan. Ja? Papa hat mich nicht angeguckt oder ich habe mich nicht geliebt gefühlt, aber eigentlich waren meine Eltern total okay zu mir. Ja? Oder wie gesagt, mir hat jemand einen Ball weggenommen oder ich bin in der Klasse, habe mal eine schlechte Arbeit geschrieben und habe ein schlechtes Zensur bekommen oder meine Freundin hat mir meinen Freund abgeschnappt, aber da lache ich heute drüber. Ja? Mhm, ja. All diese Sachen ist nicht bei jedem Menschen so, aber das kann absolut eine Verletzung bedeuten, die du speicherst und die daraufhin dein ganzes Leben beeinflussen. Welche Folgen kann das zum Beispiel haben, damit das ein bisschen klarer wird? Na, das kann zum einen sein, dass du, also wenn ich mal persönlich mal bedenke, für mich würde ich sagen, dass es die Folge hat, dass ich immer jemanden gesucht habe, der mich total liebt. Ja, als ich diesen Menschen gefunden habe, war in mir eine Blockade, mich wirklich zu öffnen, weil ich einfach eine wahnsinnige Angst hatte, verletzt zu werden. Obwohl ich da jemand vor mir hatte, der mir positiv gesonnen war, wo alle Liebe kam, aber in mir war eine für mich nicht bewusste Sperre, ne? Die sich dann so gezeigt hat, dass ich eifersüchtig war, dass ich alles hinterfragt hatte, was mein Mann gemacht hat, alles angezweifelt habe. Ja? Ja. So hat sich das gezeigt. Bei anderen sieht man das. Man lebt halt nicht sich völlig aus. Man ist mit sich selbst nicht im Reinen. Man funktioniert einfach nur. Oder man hat Verhaltensmuster, negative Verhaltensmuster, die man eigentlich loslassen möchte. Wie man hat ein Thema mit Essen, mit Alkohol, mit Zigaretten. Es kann aber auch so sein, dass ich mir immer alle Lasten aufbürde. Ja, dass ich immer das Gefühl habe, ich bin für alles verantwortlich. Wenn ich nichts mache, ja, dann passiert hier nichts. Das heißt, man hat gewisse Strategien aufgebaut in seinem Leben. Es kann aber auch sein, dass auf einmal das Leben dich wirklich weckt, indem etwas passiert wie, du verlierst deinen Arbeitsplatz, ja, du verlierst einen lieben Menschen. Auf einmal verlässt dich dein Mann oder deine Frau, da ist eine Scheidung da. Mhm. Ja. Es passiert was mit deinem Kind, du wirst krank. Du stresst dich so aus, dass du auf einmal gar nicht, du merkst gar nicht, dass du eigentlich schon lange über deine Grenzen gegangen bist. Und auf einmal bist du total ausgebrannt in einem sogenannten Burnout. Mhm. Ja. Es gibt verschiedene Sachen, die in verschiedenen Stadien sind, wo man halt spürt, man ist nicht mehr mit sich selbst wirklich im Reinen, mit sich selbst im Frieden, mit sich selbst im Fluss und hat wirklich das Gefühl, ich lebe mich hier total. Ich lebe mich einfach. Ja? Sondern viele funktionieren einfach nur.